17. Teil. Mann. Ich baue jetzt hier die Brücke weiter und Eike macht mit das mit den Händlern. Also Häuser bauen. Okay. Ich mache jetzt erstmal, würde ich sagen, Treppen. Hast du noch Sandstein? Also ein Sandstein hier? Was? Nee. Nee, schade. Aber sehen schon gut aus, die Häuser, muss ich sagen. Wie hast du denn das jetzt gedacht mit der Brücke? Wie wir das machen? Also wie dieser Biom. So, weißt du, wie groß ist. So wie deiner so oder ein bisschen größer Wüste? Oder ich weiß nicht, wie die Wüste bauen. Wir machen die Wüste, dass wir eine Brücke jetzt bauen, da machen wir, weil da ist doch auch so, dass so zwei so kleine geteilte Seiten sind. Das heißt, wir bauen jetzt die Brücke. Ja. Ich baue die. Und dann machen wir so, dass wir da so eine kleine Platte machen, wo wir Kakteen machen. Und dann bauen wir nochmal so eine kleine Brücke, wo wir nochmal so ein kleines Wüstenbiom machen. Ja, wow. Hast du Lust drauf so, wenn wir das machen? Also musst du sagen, ob es jetzt scheiß Idee so ein bisschen ist oder ob wir es machen wollen. Oder nur eine Fläche. Was würdest du so machen? Zwei, also so zwei Flächen oder eine? Eine. Ja, ich würde auch so sagen eine, weil zwei Flächen, das ist ein bisschen zu unübersichtlich, wenn man, sag ich jetzt mal so, aber sieht schon gut aus, die Insel, oder? Ja, lass den Händler so da drinnen, oder? Nee, mach doch den Händler, dass er so ein bisschen rauslaufen kann, dann machen wir es einfach so, aber Händler gehen nicht ins Wasser, oder? Oder wollen wir den Händler so bauen, dass der hier rauslaufen kann, so ein bisschen? Nee, lass ihn lieber hinter. Hast du jetzt auch die Idee gefunden? So? Weil nachher haut er wirklich noch ab. So, wollen wir so noch so machen hier? Mhm. Wie so ein kleiner Händlerstand. Ja, lass machen. Mach noch so zwei. Warte. Ja, komm. Jetzt machen wir einfach weiter mit dem Film. Ist doch irgendwie auch nice. Mhm. Hab mich gerade heute ein bisschen abgefuckt mit der Brücke. Mhm. Egal. Machen wir einfach jetzt weiter. Alter, guck mal. Mhm. Und noch so hier? Ja. Dann kann der doch richtig gut so handeln. Was ich halt so ein bisschen scheiße finde, an Minecraft, ist, dass man, wenn man eine Truhe hinmacht beim Händler, dass er da nichts reinmacht. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen kacke, so finde ich. Ja, bei Villager. Ja, ist so. Villager, warte mal hier. Du kommst noch rüber in mein Dorf. Ist da noch ein Villager, der da rumläuft? Ja, den würde ich gerne da drüben hinholen. In das Haus, ne? Ja. Kann er doch wohnen, ne? Ey, geil! Ich feier das. Mhm. Irgendwie feiere ich das ganze Projekt irgendwie. Ja. Weil wir haben so viele schon gebaut, oder? Mhm. Sag jetzt mal ehrlich so. Ja. Guck mal, und alles in Survival. Mhm. Musst du mal denken, ne? Komm mal her, Willi. Chili. Wir haben nicht einmal gescheatet, Leute. Mhm. Warte, du musst da? Ja. Das finde ich gut. Warum ist hier eine Holzspitzhacke drin? Wer hat denn eine Holzspitzhacke gemacht? Ich nicht. Hm, ich auch nicht. Ach so, die war, glaube ich, vom Tutorial noch. Ja, stimmt. Die hatte ich mir, glaube ich, mal mitgenommen. Ja, egal. Ah, Willi, wir wollen runter. Komm, ich hätte ihn wieder hoch. Ich finde die Map so nice. Mhm. Und du? Was findest du eigentlich am nicesten an der Map? Ich finde das niceste so irgendwie, dass wir alles in Survival gemacht haben. Auf was? Du bist gerade ab. Scheiß dich tot! Gott sei Dank hat er überlebt. Sogar vom Waffenschmied, oder? Da schon hochgeliehen. Willst du? Ah, warte, ich muss mir ja Treppen machen. Ich hab's gerade vergessen. Ey, wollen wir uns in der Insel hier noch so eine kleine Werkbank oder irgendwas hinmachen? So? Ja. Warte. Mann, wie kriege ich denn jetzt hier? Aber warum schwimmen die eigentlich nicht alleine, frage ich mich. Hey, es wäre irgendwie viel nicer so. Sag doch mal ehrlich, jetzt wenn wir so reden, ist das Projekt doch irgendwie geiler, wenn wir so reden. Sag mal ehrlich. Jetzt. Ich schwitze so krass irgendwie.
Irgendwie heftig, dass man beim Zocken schwitzt. Ja. Ich finde die Dynamik aber cool in der Kiste. Magst du es auch nicht so, wenn es alles so aufgeräumt ist in der Kiste? Ja. Ich finde es irgendwie bunter, wenn das alles so durcheinander ist. Mhm. Ich möchte mir jetzt nämlich noch eine Dings Treppen holen. Ach, hier macht man die Steintreppen. Hier. Ich habe hier noch Knochen drin. Willst du noch mal Knochen mehr machen? Brauche ich eigentlich nicht, aber... Ich habe 40 Treppen, Digga. Mhm. So. Scheiße, ich habe kein Essen mehr. Ey, wollen wir noch so ein paar Pilze auf deiner Insel machen? Nee, weißt du, was wir noch für ein Biom bauen können? Was denn? Das Pilzinselbiom. Ja, stimmt. Können wir das auch noch bauen dann? Mann, ich krieg den Blöd, wenn ich mal rede. Kann ich die Pilze auf deiner Insel ein bisschen machen so? Mann. Komm, will ich. Ich komm mich jetzt hier weg. Warte. Du hast ihn oben, ne? Jetzt. So. Jetzt? Wo ist der Villager? Sag jetzt nicht, der ist verreckt. Oh ne. Das wäre wirklich scheiße, ey, oder? Ey, komm. Village. Ach da. Wo ist denn der jetzt gerade gewesen? Nein! Mann! Ist der gerade gestorben? Ja, weil er ertrunken ist. Ah, das ist natürlich scheiße. Mann! Mein Bildschirm. Warte, oder wir können es ja auch so machen. Ich glaube, in dem Dorf sind noch welche, Eike. Da wollen wir uns von Tutorial welche holen? Aber wie? Na, mit einer Leine. Können wir doch eigentlich machen, oder? Können wir überhaupt festbinden? Ja, ich glaube. Probier's mal. Hast du noch eine Leine? Nein. Alter, kann ich die Pilze hier so lassen? Ja. Okay. Alter, guck mal. Ich mache hier mal sowas rum, okay? Dass wir hier nicht rauftrampeln aus Versehen. Ey, du hast doch gesagt, die wollen wir so auf dem Treppen rum. Ja. Kann ich noch machen so? Hm? Willst du es lieber so haben oder so? So, wie du es gerade hast. Okay. Ich brauche nämlich auch noch ein paar Treppen, aber... Das sieht ja wirklich nice aus. Ich weiß noch, Digga, dieser Baum, der einfach nicht wachsen wollte. Hm? Wieso eigentlich, ne? Ja, ist so. Ist irgendwie der komplette Bug. Ich finde es so nice, das Projekt. Mhm. Ey, gefühlt haben wir uns alles in Survival gebaut. Haben wir auch. Ja, haben wir auch. Was wir gefühlt haben wir ja nicht. Aber ich freue mich irgendwie auch schon, wenn wir den Netherdrachen irgendwie besiegen. Weil. Ender. Ja, Ender. Netherdrachen wäre aber irgendwie auch mal nice. Mhm. Wenn es sowas gibt, oder? Ja. Scheiße, ich habe jetzt alle Treppen bei dir verbraucht. So ein Kacke. Nein, ich wollte gar nicht alle Treppen bei dir verbrauchen. Dann mache ich mir einfach neue. Okay. Ey, findest du das echt so geil hier? Also das hier so? Ja. Hier die zwei kann ich nicht mehr, Eike. Ich habe nicht mehr genug. Mhm. Naja, scheiß drauf. Ich war gerade schon das nächste rein. Ja, das... Ich feier das irgendwo. Sieht aus wie so ein Ofen. Ja, ist wo so. Ist der? Digga, wo ist der? Ach so, der kann sich auch unsichtbar machen. Ach so, stimmt. Warte mal. Nee. Warte mal. Der ist da nicht. Hä, wo ist denn der? Och nee. Dann wird's einfach ein Ofen. Lol. Ja. Oder wir bauen es ab und machen da draus so einen kleinen Bund. Ey, wie findest du diese Welt? Die ist einfach nur heftig, oder? Ja. Diese Welt. Ey, es gibt bestimmt wenige Menschen, die sowas alles in Survival gebaut haben. Ja. Safe. Hast du noch Fackeln? Ja, 15. Kommst du mal zu mir? Ja, hier. Machst du mal hier eine rein? Hier so? Ja, und? Nee, Eike, du musst die Insel aber noch ein bisschen beleuchten. Wegen den Dings, wegen Mobs. Eigentlich. So. Ja, hier kriegst du ein bisschen Brot. Ist dann ja, Ehre. Ich habe nämlich kein, ich habe kein Essen mehr einfach. Ja. Danke, Ehre. Was findest du eigentlich an der Welt so am meisten? Ja.
Was findest du eigentlich an der Welt am nicesten? So, irgendwie. Dann wäre, ich sag's erst am Ende, okay? Ja, ich auch. Lass am Ende erst zusammen. Ja, weil dann wissen wir auch, weil dann können wir aber auch richtig gucken. Ich finde eigentlich die Welt schon irgendwie cool, wenn ich ehrlich bin so. Weil guck mal, wenn du hier so mal so guckst, so, sieht schon irgendwie nice aus. Ja. Wenn man irgendwie mal so guckt, ne? Und guck, denk mal, wie viel wir in dieser Welt Zeit reingesteckt haben. Na gut, im Survival ist es ja auch so, dass du noch erst farmen gehen musst und so, ne? Du musst noch Betten holen vom Tutorial. Ich glaube, ich baue hier noch nachher noch eine kleine Mine noch ein. Mit Gold, die ich so ranmache und so. Aber so eine Mine ist so ultra viel Arbeit. Du musst den Weg erst runterbauen. Ja. Der Weg ist schon so eine krasse Arbeit, finde ich. Finde ich auch. Ja. Stell dir mal vor, diese Welt, wenn wir uns die so, wenn wir uns auf unseren YouTube-Kanal das alles so angucken, wenn wir so erwachsen sind. Ja. Denk dir mal, könnten wir, wenn wir so erwachsen sind, könnten wir mal gucken, so, was haben wir hier damals uns so gebaut. Ja. Aber haben wir eher Lust auf YouTube und ich lasse es auch online. Ja. Ich habe irgendwie so ein geileres Gefühl, wenn es auf YouTube ist. Einzige, was halt irgendwie besser sein könnte, ist irgendwie die Qualität so ein bisschen. Aber ist eigentlich nicht so schlimm, finde ich. Wenigstens man erkennt was. Guck mal, reicht das? Ein Stack? Und jetzt kann ich mir noch mal, jetzt kann ich mir meine Brücke endlich machen. Ey, sieht so nice aus. Was hast du hier gerade? Hast du es weggemacht? Ja, da war ja niemand mehr drin, also. Naja, aber sieht doch eigentlich ganz gut aus. Wo hast du das nächste Haus gebaut? Ach, da so ran, ne? Meine Mama ist wieder da. Ey, neue Folge? Ja, stimmt. Warte mal.